Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensagen am Fluss der Zeit, zu den Spezialfolgen. Also ja, Spezialfolgen deshalb, weil wir haben die Hauptquest abgeschlossen, die letzten Schritte. Wir haben gesiegt. Der Verstand Baron Dutchins hat den Ausgang der letzten Schlacht um das Schicksal des Mittelreichs nicht überstanden. Kaltenstein verweigerte eine Kapitulation und ist im Kampf gegen uns gefallen. Seine Schülerin Jasmine hingegen konnte entkommen. Eines jedoch steht fest: Die verräterischen Pläne dieser Schurkenbande sind Geschichte. Geschichte, die zum Wohle des Mittelreichs wohl geheim bleiben muss. Und wir haben die Holzkrone. Als ich aufbrach, die letzten Schritte auf dem Weg meiner Ausbildung anzutreten, ahnte ich nichts von den Dingen, die da kommen würden. Nach einer langen Hatz, nach einer ungreifbar scheinenden Diebin und unzähligen Widerständen haben wir es letztendlich geschafft. Die Rauskrone befindet sich wieder in Arthurs Obhut. Ja, und wir haben alle möglichen Sachen an Bord. Erstmal haben wir Mora an Bord, dann den Kopf der Anwitz-Statue, gegen die wir gekämpft haben. Ich frage mich, wo die Rauskrone liegt. Die unterhalten sich. Die etwa in Ardus Besitztümern? Gucken wir mal kurz rein. Nö. Haben wir sie im Inventar? Auch nicht. Schade. Ja. Hast du uns was zu sagen, Krise? Lasst euch nichts anmerken, ich bitte euch. Gerlin hat mich schon auf die nächste Sache angesetzt. Aber das ist... dass ihr erfolgreich wart. Mein Glückwunsch zum Abschluss der Mission. Nun könnt ihr Geld verprassen und feiern. Entschuldigung, nur einen Heller für einen alten Einbeinigen? Ja. Der hat uns nichts Neues mehr zu sagen. Was ist mit Mora? Oh, wie schön. Was kann ich für dich tun? Darf ich dir was fragen? Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Ach, das war so. Ich bin mit Kaltensteins Leuten nach Nadoret gefahren. Ich wollte ihnen die Krone wieder abluchsen und mich ordentlich aus Dutchins Schatzkammer bedienen. Ich verstehe. Aber da hatte ich die Rechnung ohne Kaltenstein gemacht. Der wies Dutchin an, mich direkt festzusetzen und zu beseitigen. Der aber wollte mich als Trophäe haben und hat mich in diesen kitschigen Turm gesperrt. Okay. Ja, klar. Warum hat Dutchin dich am Leben gelassen? Er wollte mich als Trophäe haben. Und dann sollte ich ihm öfter etwas vorführen. Das kann ich dir nicht laut erzählen. Okay. Ja, gefällig. Ein Schleiertanz. Okay, unanständige Sachen, die wir nicht hören sollten. Ich bin schockiert. Kannst du dir sowas Ungehöriges vorstellen? Das ist ja fast wie bei dieser Erzählung Nedime, die Tochter des Kalifen. Also ich bin eine anständige Scharlatanin. Dutchin hat nur zerstörtes Geschirr und eine Vase über den Kopf bekommen. Noch was? Okay. Ja, klar. Wie geht es bei dir, Quan? Er begleitet dich, solange er will. Dann gehen wir nach Albernia und holen uns die Krone der Diebe von Havena. Okay. Ihr oder du? Ach, die Krone bekommt Kuano. Und ich stibitze sie dann. Noch was? Nichts. Okay, jetzt schnappen wir uns erstmal Feiris. Wie kann ich dir helfen? Wie ist deine Meinung? Gerlin und Ardo werden dafür sorgen, dass es keine weiteren Probleme hier gibt. Du hast ihnen und mir sehr geholfen. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Wie kann ich dir sonst helfen? Komm mal mit. Wir brauchen Feieres jetzt nämlich mal kurz. Ich habe nämlich, auch wenn ich es normalerweise nicht gerne mache, herausgefunden, wo wir Ausweichen Stufe 3 lernen können. Also ich habe es im Drachensang 2 Wiki nachgeschlagen. Und das will ich jetzt schnell machen, bevor wir irgendwohin weitergehen, weil Ausweichen zu haben ist dann doch etwas wichtiger. Und zwar gibt es das bei Laurelin. Da soll man einmal drauf kommen. Naja gut, die Leute haben eh immer neue Sachen, je weiter wir in der Geschichte vorangeschritten sind. Aber dass Laurelin jetzt Ausweichen Stufe 3 hat, daran habe ich jetzt nicht gedacht.
Mein Freund der Dachs, ein paar Endbeeren brauchen wir alles nicht. Und das ist unsere persönliche Reisekiste. Die hat dasselbe drin wie wahrscheinlich unsere normale, oder? Genau. Hi, Laurelin. Willkommen. Was führt dich zu mir? Leere. So. Und zwar ausweichen braucht Gewandtheit 14. Was? Kannst du aber wenigstens mal erlernen. Du noch nicht. Du aber gleich. So. Willkommen. Was führt dich zu mir? Wo ist ausweichen? Ausweichen. Hä? Da. So. Jetzt können wir wenigstens ordentlich ausweichen. Jetzt geht es zurück zum Schiff und wieder zum Effort-Tempel. Und dann schnappen wir uns Vorgrim und Ardo und machen endlich diese Bestie kalt. Ah, halt, warte mal kurz. Ei. Da fällt mir noch was ein. Du Fähigkeiten. Hilfreiche Tatze. Hast du nie gesteigert, das sollten wir auf jeden Fall nachholen. Aber was mich eher interessiert... Kann man das bei Laurelin lernen? Was führt dich zu mir? Falkenauge Meisterschuss, Adlerauge Luchsenohr, Sanftmut. Ei? Dieser Zauber beschwichtigt die Angriffe. Ja, das wäre schon mal nützlich, aber ich suche den anderen Zauber. Den wir aber leider nicht hier lernen können. Schade. Obwohl der Zauber es genauso tut. Was führt dich zu mir? Das Tier ist ja schön, das Tier beschwichtigt. Nö, eigentlich will ich das nicht. Es gibt nämlich einen Zauber, mit dem kann man gegnerische Tiere zu Freunden machen. Ei. Also feiere sich wäre auf jeden Fall schon mal froh, wenn du hilfreiche Tatze etwas steigern könntest. Ach, nicht so weit. So, das dürfte reichen erstmal. So, kostet 22 Astralpunkte. Dürfte aber okay sein. Wenn wir das noch vor dem Kampf sprechen. Und im Kampf möchte ich dann Krabben übernehmen. Das war meine Intuition. Ich hab so das Gefühl. Hafen. Ich weiß nicht, wo man das lernen kann. Ich weiß nicht, man kann es in Nadoret lernen. Ich glaube, in der Diebesgilde war das. Ich habe mir nämlich auch mal, als ich nach Ausdauer gesucht habe, ein bisschen die Zauber angesehen. Also, als ich nach der Ausweichenfähigkeit gesucht habe. Ich glaube, das war in der Diebesgilde. Ja, bitte. Begleite mich, Kuano. Ohne Kuano kommen wir nämlich nicht in die Diebesgilde rein, um dort die Lehrerin zu finden. Und der Händler Castellani, der ist immer noch hier. Vorarbeiter, Städterin, ja, hier sind viele Leute. So, Marktplatz. Und hier müssen wir rein. Hallo. Willst du die Gilde betreten? Ja. Ich suche mir nämlich jetzt erst einmal alles, was nützlich ist, zusammen für den Effort-Tempel und für den letzten Sphärenriss. So, ich hoffe mal wirklich, dass wir hier fündig werden. Neuere Büsia, Terko, et Gnibne. Ja, die Zwerge, die ich immer noch nicht verstehe.
Nimm auf keinen Fall wieder eine ganze Becher voll Feuermoospülver. Hey, Daniel Eferdian meinte es... Fex zum Gruße. Deshalb hat er ja auch den Fehler gemacht und einen zweiten Happen probiert. Und kommt seitdem nicht mehr vom Donnerwalken runter. Okay, die waren falsch. Jedes Mal hast du was an dem Zeug auszusetzen, was ich koche. Wenn ich jemals hier rauskomme, ersäufe ich diesen Anfänger in seiner eigenen Suppe. Okay, da war das Klo, da wollte ich auch nicht unbedingt hin. 40 Schankleien kosten uns beim alten Olbin 25 Heller. Für einen Oberfuß müssen wir mindestens 8 Dukaten einfahren und einen Hey, wer trampelt denn da draußen schon wieder so rum? Entschuldigung, Schlafraum war auch falsch. Lager. Genau. Ruhe da draußen. Quartiere sind verschlossen. Wo ist die Treppe nach unten? Da, ach, durch die Küche durch. Bei unten war, glaube ich, der Lehrer. Für dich habe ich Pech gehabt. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Eine Prise schwarzer Pfeffer, ein Löffelchen Schweinefett, zwei Stück. Wenn nicht, da muss es halt ohne Sanftmut gehen. Warst du die Lehrerin? Womit kann ich helfen? Ja. Was kannst du einem beibringen? Blutung umreißen, ausweichen, Gassenwissen, Fallen schärfen? Nein. Du kannst keine Magie. Ja, bitte? Du kannst nur handeln. Und hier war nur der Ausgang. Okay, in der Diebesgilde war... nicht. Schade drum, da müssen wir halt ohne klarkommen. Aber ich denke, das klappt auch so einigermaßen. Achso, jetzt sind wir hier unten. Müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Mitten in der Pampa, im Nirgendwo. Naja, latschen wir nochmal durch Nadoret. Ist ja nicht so, als ob wir nicht lange nicht mehr durch Nadoret gelaufen sind. Okay, und wir sind über eine Quest gestoßen. Die Neckarfrau ist erneut auf meine Hilfe angewiesen. Ich kann verhindern, dass sie auf dieser Auktion wie ein Objekt an den Höchstbietenden verkauft wird. Okay. Und wer weiß, welche Raja-Gefälligkeiten dieser Bitte, hilf mir. Ich habe dich doch erst kürzlich von dieser Insel befreit. Was ist denn schon wieder passiert? Auf dem Weg zurück zu meinem Volk. Doch bevor ich den Fluss erreichen konnte, sahen mich einige Landbewohner. Sie warfen ein Netz über mich und brachten mich... Hey, das Anfassen... interessiert an dieser blauen Schönheit? Ihr könnt sie erwerben. Die Versteigerung beginnt jeden Augenblick. Wir sind hier doch nicht in Al-Anfas. Sklaverei ist gegen das... Ich kenne die Gesetze gut genug. Bei dem Ding hier handelt es sich weder um einen Menschen und nur für solche gilt das Verbot. Also verschwindet, bevor ich die Wachen rufe. Es ist mir nicht verboten, einen ehrlichen Kaufmann bei seiner Arbeit zu stören. Ihr kennt den Wortlaut des Gesetzes sehr genau, was? Wisst ihr, dass man die Neckar auch Meerelfen nennt? Elfen, versteht ihr? Na gut, das könnte man vielleicht so sehen. Aber das sind doch nur Haarspaltereien. Nur weil man sie so nennt, sind doch diese Neckar keine wirklichen Elfen. Ich kann es ja den Wachen melden und wir sehen, wie das Gericht entscheidet. Hoffen wir, dass ihr danach nicht doch wegen Sklaverei angeklagt werdet. Damit kommt ihr doch eh nicht durch. Ich lasse mir doch wegen solch einen Ja. Bald haben wir Ruhe vor diesem. So, meine das Eröffnungsgebot. 50 Dukaten? Na. Was ist? Höre ich mir? Ich halte mit für. Sehr schön. 5. Was ist? Hier. Sehr sch... 5 und... Was ist? Höre ich... 100. 100 sind... Was ist? Hier. Sehr... 125... Was ist? Höre ich mir?
150. Schön. 100. Was ist? Ja. Sehr schön. 175. Was ist? 200. 200. Was ist? Ja, ich. Sehr schön. Okay. Zwei. Was ist? Höre ich. 250. 250 sind ge... Was ist? Zum Ersten. Verkauft an den... Okay.